Hallo, mein Name ist Christiane Böhm. Ich bin hessische Landtagsabgeordnete und bei der Linken für die Gesundheitspolitik zuständig. Im vorangegangenen Video habe ich gezeigt, was wir als Linke gegen Personalnot und gegen die Unterfinanzierung des Gesundheitswesens tun müssen. Heute möchte ich euch vorstellen, wie sich die Linke im Hessischen Landtag eine gute, bürgernahe und qualitätsorientierte Gesundheitsplanung vorstellt. Wenn wir nach Hessen oder allgemein nach Deutschland schauen, müssen wir feststellen, dass in den vergangenen Jahren viele Stationen oder sogar ganze Krankenhäuser geschlossen wurden. Seit 1991 wurden in Deutschland ungefähr 500 Kliniken geschlossen. Und die meisten Schließungen geschehen im ländlichen Raum, also dort, wo es sowieso schon eine schlechte Versorgungslage gibt und wenig medizinische Angebote. Da bekommt das dünne Netz noch größere Löcher. In vielen Fällen bedeutet die Schließung eines Krankenhauses auch mittelfristig den Verlust von Arztpraxen und anderen medizinischen Angeboten in der Region. Die Befürworter der Klinikschließung betonen immer, dass wir stationäre Überkapazitäten hätten und dass die vielen kleinen Krankenhäuser in Deutschland wegen der weniger zu versorgenden Patientinnen und Patienten nicht erfahren genug sind, um komplizierte Eingriffe mit der notwendigen Qualität durchzuführen. Da mag in einigen Fällen auch was dran sein. Nur leider werden völlig die falschen Schlussfolgerungen daraus gezogen. Geschlossen wird ein Krankenhaus nicht, weil die Qualitätsstandards nicht stimmen, sondern weil es nicht genug Geld erwirtschaftet. Auch hier greifen wieder ökonomische Vorgaben, die eng mit der falschen Finanzierungspolitik des Gesundheitswesens in Deutschland zusammenhängen. Im Ergebnis machen ganz oft kommunale Kliniken zu, weil die Kommunen nicht mehr das Geld haben, die Defizite der Klinik zu bezahlen. Oder die Kommune verkauft ihr Krankenhaus an einen privaten Konzern, der die Klinik dann auf Gewinnmaximierung ausrichtet, indem er das Personal entlässt und Löhne kürzt. Dann mag zwar das Krankenhaus erhalten bleiben, aber die Arbeitsbedingungen und die Qualität der Patientenversorgung sinkt deutlich. Gleichzeitig können sich aber die Aktionärinnen und Aktionäre über steigende Renditen freuen. Für uns als Linke steht fest, Krankenhäuser auf Gewinn zu trimmen, ist ebenso falsch wie ständig Häuser zu schließen, weil sie sich nicht rechnen. Gesundheit ist keine Ware, sie muss Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein und allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung stehen. In unserem Grundgesetz heißt es, dass alle staatliche Gewalt sich für gleichwertige Lebensverhältnisse in unserem Land einzusetzen hat. Stattdessen werden aber ländliche Räume in Deutschland immer mehr abgehängt und das gilt auch für Hessen. Also, die Politik muss handeln, um diesen Widerspruch aufzuheben. Der viel gepriesene Markt offensichtlich keine angemessene Gesundheitsversorgung für alle Regionen sicherstellen kann, muss es einen politischen Planungsprozess geben. Und dieser muss sicherstellen, dass unsere Gesundheitsversorgung tatsächlich bürger- und bürgerinnennah ist und qualitativ hochwertig zugleich. Und dazu hat meine Fraktion einen Vorschlag unterbreitet, einen Gesundheitsplan für Hessen. Wir sagen, es braucht qualitative Kriterien für jedes Krankenhaus. So muss beispielsweise festgelegt werden, welche Mindestbesetzung an Personal, also Fachärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und andere Personalkräfte, an jedes Krankenhaus pro Station vorhalten muss. Zweitens wollen wir sicherstellen, dass jeder Mensch in Hessen nicht länger als 30 Minuten mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren muss, um die nächste Klinik zu erreichen. Das muss nicht immer eine maximal versorgende Klinik sein, wo jede Form von Erkrankung hochspezialisiert behandelt werden kann.
Aber es braucht einen Anlaufpunkt, der erste Behandlungen durchführt und, wenn erforderlich ist, den Transport in ein spezialisiertes Krankenhaus organisiert. Im Kern wollen wir für Hessen 5 Kategorien von Angeboten. Eine begrenzte Anzahl von Kliniken der Maximalversorgung, das sind beispielsweise Universitätskliniken. Als zweites Kliniken der Grundversorgung, die können zusätzlich über einzelne Hochspezialisierungen verfügen, die sie für eine Region vorhalten. Das dritte wären spezialisierte Kliniken, wie beispielsweise für die Psychiatrie oder für die Kardiologie. Das vierte, und das wäre sicher neu, das sind intersektorale Gesundheitszentren, die eine Brücke zwischen der ambulanten und der stationären Versorgung bieten. Und das fünfte sind flächendeckende, vorwiegend ambulante Gesundheitszentren. Wo welche Einrichtung platziert wird, soll vor Ort entschieden werden. Schon jetzt ist Hessen in 6 Regionen aufgeteilt. Die haben regionale Gesundheitskonferenzen. Nur leider werden diese Gesundheitskonferenzen kaum genutzt. Deshalb möchte ich diese stärken. Das Fachwissen vor Ort wird mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern gebündelt, um demokratisch auszuhandeln, wie die beste Gesundheitsversorgung realisiert werden kann. Und das Land Hessen gibt als Rahmen die qualitativen Standards vor, den Rest realisieren die Menschen vor Ort. Damit hätten wir eine wirkliche Gesundheitsplanung und einen demokratischen Prozess statt ein Gesundheitswesen nach Kassenlage. Das kann bedeuten, dass kleine Krankenhäuser zu intersektoralen Gesundheitszentren werden oder dass an einigen Kliniken Stationen an andere abgegeben werden und Kompetenzen gebündelt werden. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn dadurch die Qualität der Behandlung für alle steigt und die Versorgungs- und die Fahrzeiten für die Menschen im vorgegebenen Rahmen bleiben. Durch den demokratischen Prozess vor Ort kann das tatsächlich auch abgesichert werden. Und natürlich muss auch gelten, wenn eine solche Struktur eingerichtet wird, dann muss das Land Hessen die notwendigen Investitionen dafür bereitstellen. Hiervor drückt sich die Landesregierung seit vielen Jahren. Wenn euch das jetzt alles zu schnell ging oder ihr das Ganze nochmal detaillierter nachlesen wolltet, dann findet ihr den Link zur Broschüre »Ein Gesundheitsplan für Hessen« in der Infobox. Dort findet ihr auch erste Hinweise, was wir aus linker Sicht als notwendige Lehren aus der Corona-Pandemie für das Gesundheitswesen sehen. Etwas ausführlicher erkläre ich das aber auch in dem nächsten Video, also Fortsetzung folgt. Bis dann, eure Christiane Böhm.